Zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Wir wollten ja nach Cheddar gehen und noch den Kopfgeleger jagen. Bevor wir uns dann irgendwie mal mit Decken befassen. Aber ich möchte da eigentlich nicht voreilig handeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür. Als nächstes. Hier. Stimmt das überhaupt? Ja, Cheddar. Cheddar also. Kommen jetzt eigentlich alle mit? Ja. Was ist das für ein Geruch? Geruch? Was heißt hier Geruch? Du könntest hier vom Boden essen, aber tu's nicht, sonst wird ja alles dreckig. Ich riech's auch. Ist das ein Scherz? Das muss Cal sein. Er schleppt immer Zeug an und taucht mit komischen Droiden auf. Und ob er seine Klamotten wäscht, weiß ich auch nicht. Allein die ganzen Ponchos. Wir sollten sie verbrennen. Ja, du hast recht. Das sollten wir. Wow, das ist schnell eskaliert. Weder noch. Ich trage überhaupt keine Ponchos. Droiden habe ich immer den gleichen dabei. Und ich esse auch nicht auf dem Boden. Wir erreichen gleich unser Ziel. Sollen das? Grease, Alter, voll unhöflich. Jetzt geht's wieder mit dem dem Hypersprung. So, mal wieder hier. Okay, Schnellreiseport bitte. Oh, meine Nase juckt und es ist so heiß. Oh, eine Biene hat mich gestochen. Oh, alles Kacke. Lass uns hier eine Pause machen. So, Schnellreise. Da war ich noch gar nicht. Kann das sein? Ich habe keinen Schnellreiseport. Ausgedehnte Brücke. Moment kurz, ich muss kurz was machen. Gleich wieder hier. So, wieder zurück. Also. Ich müsste mich nach rechts orientieren. Also. Theoretisch. Hä? Also theoretisch müsste ich hier lang, oder? Ah. Und dann rüber. Ah, alles klar, alles klar. Warte. Das geht nicht, oder was? Wegen dem Wind. Das muss ich im Weg geben, dass ich da wieder hinkomme. Warte. Ah, toll. Das obligate Sterben. Okay, das geht nicht. Warum nicht? Ich will da hoch. Sag mal. Auch nicht sein. Muss auch irgendwie einen Weg da auf diese Brücke zurückgeben. Die
Dieser beschissene Wind einfach. Der lässt mich hier nicht runter. Warte. Ja. Ich muss einfach irgendwie da rüberkommen. Wenn ich da nicht rüberkomme, dann... Oder hier oben drauf. Wie komme ich denn da oben drauf? Verdammt. Vielleicht doch hier lang? Kann das sein? Hier sicher nicht. Tolle Sache. Jetzt bin ich natürlich runtergefallen, komm nicht mehr hoch. Dein Ernst? Komm ich darüber? Niemals. Das regt mich auf. So, jetzt bin ich wieder hier, wenigstens. Warte mal. Ich hab doch keine Ahnung. Geh mal hier hoch und dann... Ja, vielleicht. Klappt es jetzt. Hier ist zu, genau. Warum? Von der anderen Seite, oder? Ja. Einbahnstraße. Warum auch immer. Aber das ist nicht so wichtig. Also ich schätze, dass es nicht so wichtig ist. Passt schon. Ich will jetzt darüber. Ruhiger als üblich. Cage uns eine kalte Spur gegeben hat? Halt die Augen offen. Aber darüber komme ich ja jetzt wieder nicht, oder? Der Wind bläst mich doch wieder weg. Hey, du! Ich mach dich fertig, bevor er dein blödes Gesicht jemand sehen muss. Komm her. Bringt nicht viel, leider. Hä? Was macht denn der? Was das jetzt? Steh auf! Ist er weg? Ich glaube, er ist explodiert. Mir soll es recht sein. Einfach alles geradeaus. Da ist ein ganzer Bereich, den ich noch... Doch, hier war ich auch schon. Hä, aber... Ich war einfach hier unten, glaube ich, noch nicht. Doch, hier war... Hä, ich war doch da. Warum bin ich da nicht da schnell... Ich sag nichts mehr dazu. Warum bin ich da nicht schnell hingereist? Das hat es mir gar nicht angezeigt vorhin. Oder ist das ein Punkt, den ich einfach noch nicht entdeckt habe? Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Ah. Oh je. Das ist ja schön, dass der so zu mir hingeflogen ist. So, Kopfgeldjäger der Haxionbrut, kombiniert häufig Blasterfeuer, Raketen, Flammenwerfer, nähere dich vorsichtig. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Viele ihrer Waffen können gegen sie gerichtet werden und sie können nicht ewig fliegen. Die Kopfgeldjäger im Diensten der ruchlosen Haxionbrut sind ebenso vielfältig wie Scoop. Habe ich nicht schon 50 von den Typen getroffen? Mit ihren Jetpacks dominieren sie die Luft, dazu verfügen sie über den leistungsstarken... Über ein leistungsstarkes Blastergewehr, Handgelenkgranaten und einen Flammenwerfer, was sie zu meistern unerbittlicher tödlicher Angriffe macht, die oftmals aus dem Nichts zu kommen scheinen. So, ich komme aber hier auch wieder nicht rüber, leider. Das ist so ein bisschen... beschissen. Wenn ich es mal vorsichtig ausdrücken soll. Weil, was soll das jetzt? Das ist die totale Sackgasse hier. Das bringt mir alles gar nichts. Warte mal. Wenn ich darüber schnell reisen kann, dann mache ich das auch. Aber es ging ja vorhin gar nicht. Ich glaube, ich war doch da noch nicht. Aber verflucht nochmal, wie soll ich denn da rüberkommen, bitte? Reicht vielleicht der Sprung sogar? Das ist manchmal recht schwer einzuschätzen.
Der reicht genau wieder nicht, oder? Aber mega knapp reicht er nicht. Na klar. So ein Schwachsinn. Verdammt noch, ich verstehe nicht. Das muss immer so kompliziert sein, Mann. Oder ich bin einfach zu doof. Man sieht halt kaum was. Kann man sich irgendwo festhalten? Ist unklar. Hier kann man laufen, aber das bringt irgendwie auch nichts. Was soll das bringen? Ja, warte. Vielleicht war ich zu voreilig. Ja, ich wollte gerade sagen, man fall doch einfach runter, Mann. Als könnte er sich dagegen wehren. Jetzt komme ich wieder ans gleiche Ort wie vorhin. Wetten? Tick ich aus, Mann. Das könnte schon besser aussehen, warte. Das muss natürlich auch wieder nichts heißen, aber ich glaube schon jetzt, dass ich hier weiter bin als vorhin. Cage hatte recht. Die Haxion-Brut hat die Region übernommen. Ja. Bin gespannt, so, was uns im Tempel erwartet. Perfekt, ich hab's geschafft. Oh, Glück gehabt. Aber ich habe wieder so viel Zeit verloren. Rüber. Nein, 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 nein. Ah doch, war okay. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg nach oben ist, oder? Ich hätte einen Kerl schon ein bisschen... Manchmal ist er extrem flink und manchmal ist er echt lahm. Für das ein Jedi ist. Ich meine, der Fallschaden ist eigentlich lächerlich. Der kann kaum von ein paar Meter runterfallen. Ist er tot? Ja, ich bin drüben. Na, endlich. Aber das ist doch unentdecktes Gebiet. Ich war hier noch nie. Ja, übertreibt halt. Das war's für euch. Und wir setzen unseren Weg fort. Ja, okay. Ja klar, ich will mal sehen, wie du schießen kannst, wenn ich den Lichtschwert um die Ohren haue, Mann. Ist ja nur ein Lichtschwert. Ja, komm. Ich brauche Hilfe. Das regt mich halt immer noch auf, dass die einfach nichts da geht, die tun einfach gar nichts, ob man sie jetzt schlägt oder nicht. Die machen einfach weiter mit ihrem Programm. Ich meine, wenn du ein Lichtschwert an den Kopf gezimmert kriegst, kannst du nicht den Blaster betätigen, ganz ehrlich. So, mach's gut. Wahrscheinlich lebt er noch. Nee, da lebt nicht mehr. So. Es macht mir eine Heidenfreude, die auszumerzen. Ach komm. Ja, danke. Ich kann hier mal aufstehen. Hier. Oh, gut ausgewichen.
Das ist so lächerlich. Aber weißt du, meine Macht hat überhaupt keine Macht über sie, sag ich mal. Meine Macht ist Pipifax. Die fallen kurz um, aber... Aber so ein Blasterschuss, der setzt mich fast außer Gefecht. Bis das mal funktioniert, diese. Immer noch keine Spur von diesem Kilioso. Könnte eine Falle sein. Kilioso, ja, der ist aber weiter hinten, Kerl. Kein Problem, der kommt noch. Es ist mir einfach. Ich komme nicht. Ich weiß auch nicht. Dann, die Bewegungen sind dann irgendwie zu langsam. Wenn du im Kampf bist, du kannst da nicht mehr ausweichen. Das reagiert nicht. Wenn du dann Dreieck drückst, dann geht er nicht weg. Und da kassierst du halt den Schlag. Und so kommt dann halt eins zum anderen. Da kassiert man relativ viele. Vielleicht mache ich es aber auch falsch, aber. Wie gesagt, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Auch wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad natürlich nach unten geschraubt habe. Aber trotzdem, ich habe immer noch meine liebe Mühe mit dem Kampfsystem, leider. Ah. Ganz schön versteckt. Ah ja, aber hier war ich noch nicht. Lass uns hier eine Pause machen. Ja, ja. Zufluchtstempel. Das zeigt es einfach auf der Karte an, aber Schnellreisen geht natürlich nicht. So, der müsste hier in dem Bereich sein. Aber hier war ich schon. Oder sieht das einfach gleich aus? Also auf jeden Fall habe ich schon einen Bereich gefunden, der genau gleich aussah. Welcher ist es denn? Du weißt gar nichts. Der meint es ernst. Komm her. Achso, wie wär's mal mit alleine kämpfen, ihr Feiglinge? Ja klar. Boah, die andere nervt so, ey. Wo ist sie? Nur noch du und ich, Kilioso. Wo ist der? Mann, das ist so ein Feigling, ey. Komm her. Ja, das ist so ein feiges Stück. Das ist ein Witz. Es
Ja klar, ihr könnt alles blocken. Meine besten Schläge können sie blocken. Das darf doch nicht wahr sein. Hilfe! Wirf mal her! Das ist so ein Witz. Oh, leck mich doch. Weißt du, ich bin voll am Angreifen. Ich bin voll am Angreifen. Da blockt er mich einfach weg. Ja, schon wieder. Hä? Kerl, geh runter. Wem hat sich so Arschloch wirklich ins Zeug gelegt? Ich fühle mich geschmeichelt. Oh Mann. Gehen wir zurück zu Cage. Nee, das regt mich einfach nur auf. Tut mir leid. Weil ganz ehrlich, wenn ich doch angreife und voll im Flow bin, die können doch nicht immer einfach dazwischen funken. Das ist so bescheuert einfach. Was soll denn das? Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Wenn mir einer ein Lichtschwert um den Kopf schlägt, dann kann ich nicht einfach einen Gegenangriff starten. Und das waren, und zum Teil, das waren ja meine schweren Angriffe. Das heißt, wenn man das vergleicht, sind das meine Angriffe, wie bei ihnen, bevor sie rot leuchten. Dann habe ich überhaupt keine Chance. Ich kann das weder blocken, noch kann ich teilweise ausweichen. Aber wenn ich das mache, das kratzt ihnen Scheiß. Ich finde das ein bisschen schlecht gebalanced, aber vielleicht macht das Spiel auch aus und das erhöht den Schwierigkeitsgrad natürlich, aber ich finde das Kampfsystem schon nice mit den Lichtschwertern, aber ich werde einfach nicht warm mit diesen Gegnern, dass die immer so dazwischen funken können, wenn man voll im Flow ist und die Kombos ansetzt. Man kommt sich halt überhaupt nicht mit Jedi vor. Man hat das Gefühl, das Lichtschwert ist eigentlich Bullshit, das macht überhaupt keinen Schaden. Und die können das einfach wegblocken. Aber das regt mich halt ein bisschen auf. Aber wie gesagt, es kann auch einfach daran liegen, dass ich zu schlecht spiele oder dass ich es falsch spiele. Aber ja, das ist am Rande nur. Ich meine, bei den meisten Kämpfen klappt es ja mittlerweile gut, auch mit dem Schwierigkeitsgrad. Aber diese Haxion-Brut-Typen, diese Kopfgeleger sind halt auch nicht leichte Gegner auf jeden Fall. Aber mich stört das halt wirklich, dieses immer in meine Kombos reinfunken, obwohl sie die übelsten Schläge gerade kassieren, das kratzt die einfach nicht. Was war das jetzt? Gut, das war der erste, glaube ich, von zweien, der so ein bisschen über den anderen Kopfgelegern steht. Wo komme ich jetzt hier wieder raus? Am besten. Aber hier war ich doch definitiv schon, oder? Ja, hier war ich schon. Oder sieht halt, aber es kann nicht sein, dass das 1:1 gleich aussieht. Das macht ja keinen Sinn. Hier ist aber verschüttet. Ach komm, ich will jetzt hier raus, verdammt. Hier gibt es gar keinen Ausweg, oder wie? Doch, wenn ich hier schwimme. Ich müsste hier schwimmen. Tauchen, besser gesagt. Aber wo? Hier. Hier war das. Jetzt werden wir gleich sehen, ob der Bereich neu ist. Ja nicht. Kann nicht sein, dass ein Bereich 1:1 gleich aussieht. Natürlich, das sind alles Tempel und so, aber trotzdem. Ich habe keine Karte unter Wasser.
Vergrabene Zuflucht. Doch, hier war ich. Ja, ja, genau, genau. Das war ja auch Quest. Das wird die Anachoreten interessieren. Da vorne kann ich schnell reisen, perfekt. Hä? Was war denn das jetzt? Egal. So, also zurück zum... zum Hangar und dann zurück zu Kaji. Und ich glaube, ich mache dann wirklich nochmal eine Hauptquest weiter. Komm. Oder soll ich alle Kopfgeldjäger jetzt zusammenkratzen? Ich weiß halt auch nicht. Ich denke, es wird mir laufend den nächsten halt geben, aber... ist ein bisschen schade, dass ich da so ein bisschen im Hintertreffen bin, weil ich das halt... weil das irgendwie zunächst nicht funktioniert hatte, mit den Kopfgeldjagden. Mit der Jagd nach Kopfgeldjägern, so muss ich sagen. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Ja, so lange waren wir jetzt nicht weg, Grease. Also, bei deiner ganzen Reise zur Selbstfindung... Ja? Was war dein Lieblingsplanet? Das kann ich nicht sagen. Welcher kommt dir als erstes in den Sinn? Mon Cala. Er ist lebendig, sauber, voller Energie. Die Leute waren gastfreundlich und gütig. Klingt wie das genaue Gegenteil von Latomir. Schlaf nicht, Grease Driders. Sonst besuchen dich meine Schwestern. Alles klar, Marin. Augen geradeaus, Kerl. Wir landen. Die Dame sollte man besser nicht verärgern. Das Fliegen. Ja, ich glaube, viel gibt es nicht mehr zu tun. Natürlich, es gibt sicher noch den einen oder anderen Ort, den ich noch erkunden müsste, aber... auf 100% weiß ich nicht, ob ich das mache. Weil ich möchte jetzt auch nicht zig Folgen machen, wo ich einfach nur Sachen zusammensammle. Kann man vielleicht im Anschluss noch machen. Aber ich glaube, ich mache wirklich mal Hauptquest weiter. Vielleicht täuscht uns es gar noch nicht vorbei danach. Warum sucht die Brut dich auf Coruscant? Ist das zurzeit nicht ohnehin ein gefährliches Pflaster für dich? Lass uns nicht drüber reden. Gute Antwort. Also, eine Scharfschütze namens Get Mido sucht in einem Fleischverarbeitungsbetrieb nach dir. Sie hat ein paar Helfer dabei. Aber wenn du die Anführerin erledigst, sollte der Rest abhauen. Dann konzentrieren wir uns auf unser Ziel. Gut. Ich will nicht, dass dir was passiert. Es fängt gerade an, gut zu laufen, Kerl. Wie viele habe ich denn noch? Warte mal. Ich finde Get Mido. Oder Get. Was du siehst? Meine Güte! Ich habe etwas, das Kerl kaufen will. Hektroide ist schon nice eigentlich. Das andere Zeugs brauche ich nicht wirklich. Ach komm. Willkommen für... Hey Monkey Monk. Dich wie zu Hause. Kann ich schnell reisen? Aber es ist Coruscant. Ich muss wieder fliegen. Oh, naja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Warte mal, bitte. Wo ist diese Kopfkarte hier? Ich habe halt auch nicht viel. Es sind noch einige. Es sind halt immer dieselben. Die sehen alle genau gleich aus. Nicht? Ich finde schon.
Angeblich jagte Gat Meto zunächst wild, keine Kopfgelder. Als die Zeiten härter wurden und die imperiale Industrie aufblühte, war sie gezwungen, sich auf pragmatischere Weise nach Arbeit umzusehen. Dank ihrer enormen Zielsicherheit war Meto durch ihre aufsehenerregenden Attentate bald überall gefürchtet und erregte schließlich die Aufmerksamkeit von Sorg Tormo. Sorg Tormo ist wahrscheinlich der Typ hier, oder? Das ist ja voll der... Das ist nicht der. Ich würde die halt gerne schon machen. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit das Zeugs machen. Was soll es kommen? Die machen mich noch so oft nach Coruscant. Ich bin immer mega widersprüchlich. Ich sag immer, nee, ich mach's nicht. Und in dem Moment stresst mich dann trotzdem, wenn ich es nicht mache. Auf nach Coruscant, da war ich schon ewig nicht mehr. Und dann aber Hauptquest. Vielleicht. Also ich mach's so, das ist jetzt eine Abmachung mit mir selber. Ich hol mir die jetzt noch. Dann gehe ich zurück zu Kaji, schau mal, wenn nicht der Boss kommt, der zweite, dann mache ich Hauptquest und dann mal schauen, ob die wie die Hauptquest weitergeht und dann können wir immer mal wieder, wenn es noch länger weitergeht, dann würde ich immer mal wieder zwischendurch einen Kopfgeldjäger machen und sonst dann halt am Schluss, dann mache ich die am Schluss noch. Meinst du das ernst? Die Hauptstadt des Imperiums. Ich war noch nie dort. Coruscant ist gar nicht übel, wenn niemand auf dich schießt. Wenn du mich fragst, Karl macht einfach zu gern Probleme. Das habe ich nicht vor. Ich will nur ein paar Dinge überprüfen, Grease. Toll, dann viel Spaß. Ich bleibe auf der Mantis. Ich werde unsere Ankunft tarnen. Gut. Ist von Vorteil. Schnall dich an, Karl. Zeit zum Landen. Zu Befehl, Sir. Coruscant.